In einem Einkaufszentrum in Graz wurden kürzlich die Teilnehmer am Österreich-Finale der Cagefight Series, das am 3. Mai in der Eishalle Graz-Liebenau stattfindet, vorgestellt. Cagefight ist der moderne Sport der Neuzeit-Gladiatoren. Wir machen gemixtes Kampfsport, das heißt, wir haben Judo, Ringen, Boxen, wir vereinen alle Kampfsportarten in einer Disziplin. Der Käfig ist übrigens nicht dazu da, die Kämpfer am Weglaufen zu hindern. Dieser Cage ist achteckig, ein Oktagon, und man kann jetzt nicht in eine Ecke gedrängt werden, sondern man tut sich eigentlich leichter, sich im Kreis zu bewegen. Diese Kampfsportart, die in den USA auch Ultimate Fight genannt wird, ist ganz sicher nichts für zarte Gemüter. Hier geht's wirklich zur Sache. Show ist sicher nicht dabei. Das ist richtig harte Muskelarbeit, Kondition, Kraft. Das kann man nicht Show sagen. Das ist kein Wrestling. Das ist wirklich wahre Kampf. Was macht eigentlich die Faszination des Cagefight aus? Ja, allein wenn ich da umstehe, muss ich sagen, die ganzen Leute, was dort sind, und der Weg zum Käfig ist für mich das schönste Gefühl, was es jemals gibt. Einfach mit Messen da drinnen, eins gegen eins, das ist einfach Schönes. Es ist einfach ein Sport und das darf man nie vergessen, sage ich mal. Und das ist das Wichtigste. Das ist keine Rafferei, herumblädeln oder so, das ist einfach ernst, so wie man in den Käfig steigt. Manch einer kommt auch über Umwege zu dieser harten, aber immer beliebter werdenden Sportart. Habe ich gesehen in Sexmagazin, wo ich in Urlaub gefahren bin. Ein Freund von mir hat das genommen und hat gesagt, hey, schau, da gibt's Cagefight. Ich denke mir, naja, warum nicht antreten? Was sich da so locker anhört, geht natürlich nicht ohne extrem hartes Training, wovon man sich beim Finale der Cagefight Series überzeugen kann.